Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten GPL-Kampf. Ja, der hätte eigentlich schon letzten Freitag hochgeladen werden müssen, aber aufgrund von Zeitproblemen zwischen mir und Sherani wurde das nicht. Ich muss auch an dieser Stelle einmal eine Sache klarstellen. Die GPL ist mir inzwischen ziemlich egal. Ich habe schon mehr als einmal gesagt, auch auf Twitter, dass ich nächste Season definitiv nicht dabei sein werde. Deswegen, diesen Kampf, der ist relativ spontan gemacht worden. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir den noch abhalten. Deswegen habe ich mir dann schnell ein paar Pokémon zusammengeworfen, bla. Ich will mich auch gar nicht rausreden oder so. Ich nehme die GPL überhaupt nicht mehr ernst. Ich möchte die Kämpfe nur noch hinter mich bringen. Ich weiß, einige von euch denken sich, das ist voll doof und voll asozial. Ganz ehrlich, ist mir relativ egal. Ihr werdet dieses Wochenende ein Update-Video von mir bekommen, in dem ich alles darüber erzähle, wie mein Kanal weitergehen soll. Und nächsten Montag, das ist dann der 17. August wird mein Kanal vielleicht noch ein paar Tage später, aber im Moment versuche ich den 17. August zu nehmen, um meinen Kanal so ein bisschen zu relaunchen. Alle wichtigen Informationen bekommt ihr dann. Kommen wir einfach zum Kampf. So, der Kampf beginnt. Er eröffnet mit seinem Panferno. Ich eröffne mit Donphan. Und ich dachte mir, okay, vielleicht ein Eishieb, aber mehr auch nicht. Viel kann er da nicht machen. Er geht auf Strauchler. Hat mich überrascht, aber kann ich mitarbeiten? Mein Felsgrab misst. Ich habe extra Felsgrab, weil es eine 95%ige Trefferchance hat und das geht daneben. Ich war minimal angepisst zu diesem Zeitpunkt, aber gut, habe ich mir gedacht, spielst du halt nun mal weiter, warum nicht? Ich schicke Grifeldes raus, mein speziell defensives, weil ich sich den Strauchler locker tanken kann, der macht 10 Schaden, das ist überhaupt kein Ding. Und gehe hier, während er auf die Tarnsteine geht. Und ich würde gerne wissen, ob ich ihn outspeedet hätte, hätte mein Felsgrab getroffen, denn das war die Idee dahinter. Es ist nicht wirklich ausschlaggebend, aber das würde mich nun mal interessieren. Gehe hier auf den Sturzflug und nehme damit Infernape raus. Nice, ist kein schlechter Lead für uns. Wir nehmen jetzt Recoil Damage und hat leider die Tarnsteine rausbekommen. Aber so ein großes Problem ist das nicht. Hier schickt er jetzt Scissor raus und ich dachte mir, okay. Gehst du auf den Abschlag, denn ich dachte, er ist ein Choice Band Set, dadurch, dass sein Infernape nicht gechoice band war, aber tatsächlich ist er ein Schwertanz Set. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist kein großes Problem. Sturzflug mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück nimmt ihn nicht raus, aber haut ihn vielleicht so weit, dass Donphan ihn dann killen kann. Leider habe ich vergessen, dass Donphan ziemlich low war schon zu dem Zeitpunkt. Aber ich sehe, Abschlag-Hieb macht nicht viel. Deswegen war ich leise am Hoffen, dass ich einen Patronenhieb überlebe und bin auf Ruheort gegangen, aber nein, der Patronenhieb nimmt mich hier raus. Was allerdings auch kein allzu großes Problem ist, denn Cable müsste alles von ihm überleben können. Sieht er auch so, deswegen wechselt er hier aus und schickt stattdessen Flawgis rein. Und hier habe ich mich jetzt geärgert, dass ich kein Eisenschweif raufkam. Ich wollte zuerst Eisenschweif spielen wegen dem Flawgis, aber ich dachte mir, ich habe in fast jedem meiner Kämpfe Mega-Bibor mit. Er wird Flawgis nicht mitnehmen, wenn ich Mega-Bibor habe. Doch, er nimmt Flawgis mit, was mich ein bisschen genervt hat, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, was willst du dagegen machen? Ich gehe hier auf den Abschlag, einfach um die Überreste zu nehmen. Und er boostet sich jetzt mit Gedankengut. Aufgrund des Schadens von Feuerschlag dachte ich, dass ein, nicht Voltwechsel, wie heißt die Attacke, Stromstoß, ein Two-Hit werden müsste. Warum bin ich hier nochmal auf Feuerschlag gegangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade echt nicht, warum ich hier nochmal auf den Feuerschlag gegangen bin. Ach genau, ich hatte nach seinem Wunschtraum damit gerechnet, dass er in sein Cherox wechselt. Hier denke ich mir jetzt, okay, Stromstoß sollte aufgrund des Schadens von Feuerschlag in etwa die Hälfte der KP abziehen. Nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Low Roll hatte oder so, aber es hat nicht ausgereicht für die Hälfte. Und er geht hier auf eine Mondgewalt. Es war klar, dass ich die nicht überleben kann. Und ich habe nachgeguckt. Ohne physisch-defensives Investment reicht eine Wasserdüse hier aus. Deswegen bin ich einfach auf die Wasserdüse gegangen. Hartes Wesen, Life Orb müsste ausreichen. Aber er ist offensichtlich physisch-defensiv investiert. Und hat dann halt keinen Mind darum, sich weiter zu boosten. Und kann mich hier jetzt mit einer Mondgewalt rausnehmen. Ist natürlich ärgerlich, aber
wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, die GPL. Ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der sich momentan denkt, man hätte vielleicht eine Sommerpause machen sollen oder so. Denn die GPL ist, geht schon ein paar von uns ein bisschen auf die Nerven, sag ich mal. Er geht jetzt nochmal auf den Wunschtraum, als ich Lushu King reingeschickt habe, was ich sehr interessant fand. Offensichtlich dachte er, er würde eine Attacke von mir überleben. Tut er aber nicht. Kein Psychoschock. Vielleicht eine Psychokinese, aber die spiele ich nicht. Jetzt schickt er Glurak rein. Und da hat es mich genervt, dass ich die Tarnsteine nicht rausbekommen habe. Das hat mich extrem genervt, denn wie wir jetzt sehen werden, hätte ich die Tarnsteine draußen gehabt, wie ich eigentlich mit Donphan gewollt hätte, hätte ich das Infernape mit dem Felsgrab getroffen. Dann wäre ich dann nämlich auf die Tarnsteine gegangen. Dann sehen wir, hätte dieses Siedewasser ausgereicht. Es war ein Crit. Ich glaube, der Crit war nicht mal unbedingt notwendig. Ich glaube, das war knapp 3/4. Mit den Tarnsteinen hätte es eventuell ausgereicht, auch ohne Crit. Und das hat mich schon ziemlich angekotzt. Es liegt nicht an dem Mist am Anfang, dass ich verloren habe. Es war einfach, dass ich unkonzentriert und mit keiner Lust gespielt habe. Und ja, ich glaube, hier sweept er mich jetzt weg mit seinem Mega Glurak X. Ist ein ziemlich kurzes Video, fällt mir gerade auf. War ein 18 Runden langer Kampf, aber wie gesagt, es war mir relativ schnuppe. Hier, er outspeedet mich, da er auf plus 2 ist, da hilft mir auch mein Choice Scarf nix. Da hilft mir mein Choice Scarf nix, ja, very gute Deutsch. Und ja, ich habe jetzt noch Wheelie, aber Wheelie ist auch schon fast tot, denn noch Schaden durch die Tarnsteine. Und RIP. Wheelie hatte tatsächlich noch den Feuerzahn drauf gegen das Scherox, aber da kam ich ja leider nicht zu. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Video aus irgendeinem Grund gefallen hat, dann könnt ihr ja abonnieren, kommentieren, gut bewerten, folgt mir auf Twitter und freut euch auf das Update-Video am Wochenende, denn auf meinem Kanal wird sich einiges ändern. Bis dahin und tschüss.